lehnt euch zurück und gönnt euch hier Nachtkatzen. Haptic Rush ist wieder hier und willkommen zu einem neuen Video von mir. Das war ein Wortspiel. Wisst ihr warum? Ich mache nämlich jetzt dieses Licht hier aus. Und dann mache ich dieses Licht hier aus. Und dann gehe ich langsam nach hinten und mache auch dieses Licht hier aus. Und ihr habt's gedacht, ich mache auch dieses Licht hier aus. Ich habe hier nämlich ein Nachtsichtgerät und das mache ich jetzt an. Wenn ich es richtig reinhalte, solltet ihr... Oh mein Gott. Ja, ihr solltet mich sehen. Leute, das hier ist aus der Dark Edition. Es gibt ja fast jedes Jahr immer so eine Box mit einer Sache. Es gab mal einen Juggernaut-Kühlschrank. Es gab mal eine Fernlenkladung. Natürlich ohne Sprengstoff. Und man kann über das Game sagen, was man möchte, aber das ist schon geil. Ein echtes Nachtsichtgerät. Wollt ihr mich verarschen? Also, danke dafür. So, und jetzt machen wir sie wieder weg und ihr seht gar nichts. Ich stehe aber jetzt mit dem Nachtsichtgerät im Raum und ich sehe euch. Haha! Leute, man muss mal einfach so, oh mein Gott, so ein, oh Gott, ich hab's wahrscheinlich kaputt gemacht. Warte, geht es mit Headset und dann so runter? Leute, seid ihr dafür, dass ich einfach mal so ein Video mache, so ich zock mit Nachtsichtgerät? Das wäre, oh, da unten ist sogar Nachtkämpfe. Da braucht man's gar nicht mehr. Okay, Leute, heute kommt das Video, was ich schon mal im Black Ops 4 gemacht habe und was sehr gut ankam, deshalb mache ich es einfach nochmal. Oh, aber der Abfuck ist, man muss noch eine dritte Streak machen. Man kann nicht nur zwei machen, oder? Komm, ich mach die und die und drück jetzt. Es ist... Okay, beste Lobby aller Zeiten. Ich habe meine ersten Vorräte. So schnell geht's. Oh mein Gott, ich habe meine Streak. Wie schnell geht das denn, hä? Und jetzt machen wir wieder den... Oh nein, jetzt muss ich den scheiß Clusterschlag. Ich mache den irgendwo da hinten hin. Jetzt machen wir wieder den Vorrätesong an. Let's go, Leute. Ich weiß nicht, was diesmal sein wird. Oh Gott, da will jemand meine Vorräte. Nicht... Oh, ich habe so hart veraimt. Keine Titanic diesmal. Keine Titanic, habt ihr verstanden? Oh Gott, die haben einen Harrier. Oh nein, ich will ja Techniker mitnehmen, oder? Gibt's sowas überhaupt? Stimmt, ich hatte in früheren Videos einfach Techniker. Also die es in BO4 nicht wissen, ich habe 10-mal Vorräte angefordert und mit Techniker geändert, um das Bestmögliche zu bekommen. Und dann habe ich die Punktzahl, die man braucht, um die Streaks zu bekommen, im Durchschnitt ausgerechnet. Also zum Beispiel eine 1000er-Streak, was, keine Ahnung, Mantis oder so war. Und der Durchschnitt war dann das, was man in den Vorräten bekommen hat. Von 10 Vorräten, die ich getestet habe, um dann zu sehen, wie gut die Vorräte wirklich sind. Ich bin absolut auf Codchamps. Danke, Skibase Matchmaking. Guckt euch das an. Guck mal, zack. Alter, er springt so unnötig einfach. Ich bin weg, er springt nochmal. Ja, aber ich muss gucken, ob es Techniker in dem Game gibt. Wenn ich Techniker nicht habe, dann macht es eigentlich nicht... Obwohl, dann machen wir es halt ohne Techniker, nur um zu gucken, wie gut Vorräte sind. Ja, ich will einfach nur... Oh nein, hier wird jemand uns pushen, Bro. Irgendjemand wird uns pushen und will die Flagge. Ich höre hier was. Ja, guck mal, schon. Kleiner... Bevor ich deine... Wirklich das erste Spiel, Leute. Normalerweise ist das erste Spiel ja noch gerade so ganz okay, weil man irgendwie die besten Lobbys aller Zeiten hat im ersten oder spätestens im zweiten Spiel und dann die schlechten, ja. Aber selbst jetzt, das ist mein erstes Spiel, ich join nach und die sind absolut Gott, absolut Zeus. Guck mal, wie die spielen, wie hart ich schwitzen muss. Bierbank hat den letzten Kill. Okay, also in den Perks habe ich es soweit nicht gefunden. Nein, gibt es nicht. Es gibt kein... Alter, es gibt es nicht. Okay, wir müssen jetzt einfach nur die Vorräte ziehen. Es gibt keinen Techniker. Interessant. Vielleicht ist es ein guter Schritt. Vielleicht hat MW was gut gemacht. Ich will ja nicht nur Kritik äußern, sondern... Oh, ich sehe aus wie gebrandet. Was höre ich denn da rechts von mir? Oh Gott, was macht ihr? Oh Gott, da will ich gar nicht, da will ich nicht hingucken. Okay, wir haben unser persönliches Radar. Ich will hier gar nicht hin. Ja, da kommt schon die Stun. Habt ihr gesehen, wie sie angeflogen gekommen ist? Wenn die Stun kommt, ist das C4 nicht weit. Ah, diesmal habe ich Glück. Diesmal ist es nur eine Shotgun. Leute, ich habe so Bock auf dieses Game, wirklich. Da sind Leute auf B und ich mache wieder die einzige Art Kills, die ich mache, nämlich mit C4. Und mit der Waffe kaum Kills. Let's go. Ich habe so Bock, aber es gibt so viele Sachen, die einfach abfacken. Die sollen so schnell wie möglich weg. Dann wäre es wirklich, es hat so krank Potenzial. Und, ja. Er dachte sich so, ich will hier raus, nach dem Tod. Na, okay, dann nicht. Bin ich der Einzige wirklich? Das habe ich ihm... Ich bin gerade gespawnt. Oh Gott, Gott, Gott. Und hier oben ist ein Camper. Lauf vor, Bro. Ja. Wisst ihr was? Ich über... Nein. Okay, warte. So, und dann komm her. Wo bist du? Rechte Ecke? Ja. Nein, mit Shotgun? Ja, mit Shotgun. Ja, Rage, du Drecksfranzosen. Alter, let's go. Also im Vergleich zu anderen CODs kriegt man hier nichts in den Vorräten. Mal egal, wie gut ihr seid, ihr kriegt die Vorräte nicht. Was zur Hölle war das denn? Der hat richtig Party gefeiert, der Typ so. Ja, Black Ops 3. Wirklich Infinity Ward. Applaus. Ihr habt nämlich genau das geschafft, was ihr erreichen wolltet. Ihr wollt dieses Spiel akzeptabel und interessant für Noobs machen. Ihr habt es geschafft. Ihr habt genau das geschafft, was ihr euch vorgenommen habt. Genau das. Ihr wolltet genau, dass diese Spieler hier Spaß haben. Und ich wette mit euch, YusufBoss27 hat auch Spaß an diesem Spiel gerade. Weil für ihn wurde das Spiel und dann... Nein. Nein, 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 nein. Das ist unfassbar. Wirklich, ist es nicht... Feind an den Bussen. Wie hart ich schwitze.
pushen muss für ein paar Kills. Wie ich hier pushen muss für ein paar Kills, wirklich. Okay, die spawnen alle auf der anderen Seite. Und haben wir auch, oh, wir haben Vorräte. Schnell weg, bevor mich jemand abaimt. Dann lad doch nach, Digga. So, die ersten Vorräte und fuck, ich muss die irgendwo aufschreiben. Aktivieren wir den Vorräte-Song jetzt. Wie sehen die eigentlich aus? Das habe ich noch nie gesehen. Ah, ich habe es jetzt verpasst. Okay, die liegen schon. Die Map ist so laut. Und was haben wir? Wir haben ein persönliches Radar. Super. So, das erste persönliches Radar. Und so schreiben wir jetzt 10-mal die Streak auf. Errechne den Durchschnitt. Und berechne dann den Durchschnitt. Und der ist übrigens African Mango. So, wir haben die nächsten Vorräte. Ey, wirklich, ich muss so eklig spielen, um die zu bekommen. Und ich kotze fast gerade aus irgendeinem Grund. So, aktivieren wir ja erstmal hier einen Clusterschlag, weil irgendwie spawnen die jetzt auf mir. Ganz komisch. Was? Warum war da? Nein, weil hier jemand campt, oder? Komm, wir gehen auf Nummer sicher, ja. Unfassbar, unfassbar. Übrigens, geiler Bug. Danke, Infinity War. Gut, Clusterschlag holt nichts. Dann aktivieren wir die nächsten Vorräte. Vorräte-Song geht an. Let's go. Das kommt ja übel schneller an. Okay, Vorräte kommen auf jeden Fall schneller an. Das muss man sagen. Schneller als in jedem anderen COD-Gefühl. Und jetzt machen wir sie auf. Und wir bekommen ein Clusterschlag. Nicht gut, aber auch nicht wirklich schlecht. Also ist in Ordnung für Vorräte. Bis jetzt sieht's gut aus, Leute. Ich will ja, dass die Vorräte nicht wirklich sehr, sehr gut sind. Also für mich sieht's gut aus. Hinter uns höre ich jemanden. Da. Granatwerfer. Und wir haben endlich die nächsten Vorräte. Und die müssen wir schnell aktivieren. Ich aktiviere sie direkt hier, weil das Spiel könnte jeden Moment vorbei sein. Warte mal, liegen die da? Okay, die liegen da oben. Okay, wir haben wieder Vorräte, die will ich aber nicht hier aktivieren, weil ich mit im Spawn bin und die Leute mich alle weg-aimen hier. Was haben wir diesmal drin? Komm, gib mir was Gutes. Präzisionsluftschlag, okay. Okay, wir haben unsere Vorräte. Wir müssen absolut hart schwitzen dafür. Warte, mein persönliches Radar hat nichts erkannt. Ich werde wieder von hinten geholt. Wenn er mir hinterherkommt, ist er dumm. Macht er aber nicht. Und der ist wieder hier oben. Zu zweit sind sie wieder hier oben. Let's go. Und da kommt schon der Nächste. Guck mal, wie sie sofort reinkommen. Sich wieder hinkämmen möchten. Ist immer dasselbe. Unfassbar. Ich habe meinen nächsten Vorräte. Das wäre dumm. Ich hätte die anderen raushauen sollen. Aber ist egal. Wir hauen die jetzt hier raus. Die haben den VTOL übrigens. Ich werde jetzt hier down gehen, wenn ich hochgehe, glaube ich. Ich will hier gar nicht rein. Ich gehe einfach so rein. Krieg einen Kill. Ja, der VTOL hat mich geholt, aber ich spawn bei meinen Vorräten. Und was haben wir diesmal? Komm. Was Gutes? Wieder ein Präzisionsluftschlag. Ist bis jetzt gut. Ich meine, ich will ja nichts Gutes bekommen. Also ich will irgendwie jetzt was Gutes bekommen, einfach fürs Video. Aber ich will auch nichts Gutes bekommen, auch fürs Video. Anscheinend gehen die Leute aus den Lobbys raus. Warum das wohl? Haben sie vielleicht gar keinen Bock auf die Lobbys? Ich weiß nicht, Infinity Ward. Fragt es euch mal. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, okay. Einmal Vorräte. Persönliches Radar raus. Ich will hier durch, ohne zu sterben. Danke. Oh nein, die Streak, die darf mich nicht holen. Danke. Okay, Vorräte, die holen wir ganz vorsichtig. Und was haben wir diesmal? Oh, wir haben einmal was Krasses und ich kann es nicht aktivieren. Wir haben einmal den Wilson. Hä, als ob man den beschleunigen muss extra. Was ist das denn für eine dumme Steuerung, Alter? Meine Fresse, kriegt ihr irgendwas? Egal, wir haben einen Wilson. Moi, cette map, elle est bien, elle est petite. Nur, cette map, crois-moi, elle sont... Bitte darf ich meine Vorräte bekommen, bitte. Keiner soll mich pre-aim hier, bitte. Okay, da ist irgendjemand. So, wir haben Vorräte. Ich werde überall gepre-aimt, egal wo ich hingehe. Dass ich auf Vorräte so hart schwitzen muss, ist eine Frechheit. Das sollte nicht passieren dürfen. Wie schnell die Leute down gehen, das darf alles nicht passieren. Alles, was ihr gerade seht, darf eigentlich nicht passieren. Okay, wir aktivieren meine Vorräte hier hin. Und da kommt jemand mit einer Shotgun und geht wahrscheinlich direkt auf meine Vorräte, oder? Ja, ich spawn auf der anderen Seite. Nice. Oh, eine Konterdrohne. Gut, die hat er nämlich geholt. Meine Vorräte waren gerade weg und kurz danach kam eine Konterdrohne. Das heißt, es war eine Konterdrohne drin. So, und dann holen wir uns den letzten, haben Vorräte, holen hier nochmal. Nein, ach Gott, da ist noch irgendwo ein Pre-Aimer und hinter mir ist auch jemand. Nein, und über mir, überall ist jemand. Alter, er springt um seine Mutter. Vorräte-Song, geh an und jetzt warten wir wieder auf unsere Vorräte. Warte, ist da jemand? Ja, da steht jemand. Will der Drone? Was war das? So, was haben wir diesmal in den Vorräten? Was Gutes? Ah, eine Drohne. Nice. Alter, diese scheiß Shotgun, Junge. Ach, Digga. Guck mal, selbst letzte Killcam, Digga. Major Tia Go. Das ist ein richtig guter Spieler. Guck. Digga, was ist das? Ja, gute Frage, Digga. So, und der dritte Kill. Wir haben unsere Vorräte und dann kommt der nächste Pre. Wieder die Vorräte raus. Vorräte-Song aktivieren. Irgendjemand pusht da. Ja, und der wirft C4 und holt uns beide. Nein, nur mich. Der andere Teammate ist natürlich gedodged, weil er schlauer ist als ich. So, Vorräte, bitte kommt runter. Vielen Dank. Kann ich sie bitte picken? Nein, es hat einen absoluten Delay. Und Clusterschlag haben wir. Okay, die nächsten Vorräte. Wo wollen wir die rauswerfen? Soll ich die hier? Ich glaube, das ist sehr, sehr gefährlich, dass ich die hier rauswerfe. Ich glaube, die spawnen absolut auf meiner... Ich wusste es, ich wusste es. Komm. Und hinter mir. Er spawnt hinter mir. Genau, wo meine Vorräte sind. Und er wird sie nehmen. Da oben sind sie. Und jetzt sind sie weg. Und was kriegt er? Okay, Drohne. Es war wahrscheinlich eine Drohne. Guck mal, der letzte Kill.
Mann. Okay, und die nächsten Vorräte. Ich will bitte, ich werde hier eh down gehen in deren Spawn. Okay, Vorräte raushauen. Und das sind die letzten Vorräte. Ich bin so erleichtert, wirklich. Komm, einmal noch was Gutes zum Abschluss, damit ich die Leute auch mal zerstören kann. Eine Drohne, nice. So, und damit gehen wir raus. Jetzt rechnen wir das zusammen. Persönliches Radar sind 3 Abschüsse. Danach kommt ein Luftschlag. Das sind 5 Abschüsse. Und wenn ich den Durchschnitt ausrechne, dann sind wir bei 4,3, was man an Kills quasi in den Vorräten hat. 4,3 ist näher an der 4, also in diesem Bereich am Anfang. Das heißt, Konterdrohne, Drohne ist so das nächste, was man hat. Und das finde ich gut. Hätte ich das jetzt nochmal 10-mal gemacht, dann wäre ich vielleicht eher im 5er-Bereich gelandet. Und am Ende landet man genau da, wo man ist, wenn man die Vorräte erspielt. Also Infinity Ward, jetzt mal ernsthaft ein Applaus. Die Vorräte sind viel besser als in Black Ops 4. Die lohnen sich hier nicht so extrem, dass man irgendwie besser ist, als man sein sollte. Sondern man hat einfach nur die Vorräte als Geschenk. Eine Überraschung, man weiß nicht, was kommt. Und genau das sollte es auch sein. Ich kann mir vorstellen, dass ganz oben auf der Liste stand und so auf Platz 254 war so Minimap. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal und haut rein.